So, ich melde mich zurück. Ja. Ja, diesmal mit etwas Altem wieder. Wie man vielleicht unschwer an der Machart erkennen kann. Hier handelt es sich hierbei um einen sogenannten Vorderzappler und zwar um einen relativ alten. Ja, dieser Vorderzappler funktioniert noch, hat ein Viervierteltaktschlagwerk, wie man an den drei Gewichten erkennen kann, und stammt aus dem Jahre 1680 bis 1700. Diese Uhr hier daneben ist früheren Datums, wahrscheinlich so um 1620 rum. Jetzt wird natürlich der gemeine Uhrenkenner sagen, Moment, was labert der denn da? 1620, die hat doch ein Pendel. Das Pendel wurde doch erst 1640 von Galileo erfunden. Ja, das ist soweit richtig. Diese Uhr hier drüben hatte allerdings original eine Waage, ein Waagbalken, wurde später auf Pendel umgebaut. Das Uhrwerk selbst ist älteren Datums. Ist älteren Datums und diese Uhr ist jüngeren Datums, wobei da aber eben auch nur so ungefähr 50 Jahre dazwischen liegen. Von der Machart aber relativ ähnlich. Ja, diese Uhr hier drüben habe ich konserviert, die läuft jetzt auch nicht mehr. Ich habe sie hier nur einmal so hängen, weil ich mir sage, eine über 300 Jahre alte Uhr muss nicht laufen. Diese hier darf laufen, weil sie noch in relativ gutem Zustand ist und auch wenig dran gebastelt wurde. Wurde hier zwar auch nicht, aber wie gesagt, die ist älter. Ja, das Ziffernblatt habe ich konserviert, sodass halt da keine Feuchtigkeit mehr dran kommt. Man darf jetzt auch nicht mit den Fettfingern irgendwie dran fassen oder so, sonst geht die leichte Wachsschicht wieder ab. Und hier, da richte ich jetzt einmal kurz die Lampe drauf, so, dass man da auch ein bisschen reingucken kann. Hier sieht man das Uhrwerk, einmal das Viertelschlagwerk, auf der anderen Seite das Stundenschlagwerk, das sieht ähnlich aus. Und in der Mitte die Spindelhemmung vom Uhrwerk. Ich weiß nicht, ob man das da oben erkennen kann, unter dem Windfang sieht man, wie sich das Spindelrad dreht. Diese Uhr hatte von Anfang an ein Pendel, wurde nicht umgebaut. Daher auch meine Jahreseinschätzung, ist aber wirklich sehr schön erhalten für ihr Alter und läuft, wie gesagt, noch perfekt. Ich möchte mal anzweifeln, dass Geräte, die wir heute bauen, in 300 Jahren noch laufen würden. Wir können ja nicht mal mehr 20 Jahre alte Dateien auslesen. Also schon wirklich ein Wunder der Technik, solche Mechanik. Was mich persönlich tatsächlich ein bisschen stört an dieser Uhr, das ist hier drüben nicht der Fall, ist, der Minutenzeiger geht bis hier bis ganz raus. Und hier bei dieser Uhr geht er nicht bis ganz raus. Das liegt natürlich daran, sonst würde er hier oben am Pendel nicht mehr vorbeikommen. Hätte man aber gestalterisch, denke ich mal, durchaus anders lösen können. No. Aber gut, wer bin ich schon, dass ich die alten Meister kritisiere. Ja, Ketten sind nicht original, die Gewichte vermutlich auch nicht. Aber sie passen immerhin stilistisch einigermaßen, sind so alte Bleigewichte. Diese Uhr hatte ursprünglich auch Ketten, sie ist dafür ausgelegt. Sie hat richtige Kettenräder und keine Seillaufräder, also auch ohne entsprechende Spikes. Sind aber, wie gesagt, original. Ja, ich werde jetzt noch ein kleines Video hineinschneiden, damit ihr mal die Uhr auch von vorne sehen könnt. Da hing sie gerade auf dem Prüfstand zum Laufen und
Ja, genau, sie hat dann noch eine andere Pendellinse. Ich habe hier, die Pendellinse war nämlich auch nicht original. Ich habe hier eine andere Pendellinse hingemacht, die stilistisch auch ein bisschen besser dazu passt als das, was in dem Folgevideo jetzt kommt, wo sie eben nach der Reinigung noch auf dem Prüfstand hing. Ja, läuft einwandfrei, hat eine Repetition fürs Viertelschlagwerk. Relativ interessant, muss ich sagen. Nicht Repetition, Entschuldigung, eine manuelle Auslösung. Relativ interessant dazu muss man sagen, das sieht man auch gleich in dem Video. Das Viertelschlagwerk hat eine Schlossscheibe und das Stundenschlagwerk hat ein Rechen. Also zwei Systeme getrennt. Weiß nicht, warum er das so gemacht hat. Naja, hat die Uhr ebenso. Ja, das war's von mir soweit. Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Servus, euer Phalos.